Das kann doch nicht sein, dass... Ah, Junge, Alter. Das ist nicht normal, Mann. Ja, ich habe aber vorher einen Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, ich gucke mir viele Warzone-Videos. Ich fand krass, ich habe das erste Mal damit von Paschanin gehört, als ihr Haushalts rausgebracht habt zusammen, ne? Vorher, ey, euch. Das war damals eine ganz witzige Geschichte. Nein! Boah, alle drei! Alter! Tschüss! Herzlich willkommen bei Shooting Stars, unserem neuen Gaming-Format hier bei 16 Bars. Heute mit drei ganz besonderen Gästen, Chapo, Kuba und Scoop von den 102 Boys. Hallo. Außerdem mit dabei heute wieder unser Pro-Gamer Amma. Was geht ab, moin? Die Regel. Heute werden drei Runden Call of Duty Warzone gezockt. Als Challenge schauen wir, ob die 102 Boys mehr Kills erreichen können als Hachi. Um dem Ganzen noch etwas Schmerzen hinzuzufügen, wird vor jeder Runde durch eine Schätzfrage bestimmt, der bei jedem Tod mit einem Stromschlag bestraft wird. Der Gewinner der Kill-Challenge darf am Ende in der Insta-Story des anderen machen, was er will. Doch erstmal wird es mit Call of Duty Mobile am Handy eingespielt. Let's go! It's ready? Ja, ich hoffe. Mal schauen, wie das so auf Handy läuft. Wir starten jetzt mit der ersten Schätzfrage. Es geht um Stromschocks mit der Stärke 16. Los geht's. 16? Ja. 16. Wir haben ein bisschen hochtariert. Ja, guten Morgen. Wie viel haben die denn letztes Mal gemacht? 6. Was? Ey, komm. Aber letztes Mal, also letztes Mal war das auch nichts, ne? Das war wirklich nichts. Das war wirklich echt nichts. Okay. Die Schätzfrage. Warzone hat einen neuen Startrekord aufgestellt, als es online ging. Wie viele Spieler hatte Warzone nach 3 Tagen? Ja. 1, 2, 3. 17 Millionen. Was hast du? 12, 15. Ich bin näher dran, ne? Ja. So, dann. Gut, gute Schätzfrage, die ihr euch ja ausgedacht habt. Ich würde dir trotzdem mal die Fernbedienung geben. Einfach gern ein bisschen länger durchdrücken. Muss ich drehen? Hast du auch so ein Dingens, so ein Standard-Anfangsspruch? Nee, ich hab, ja, tatsächlich. Der ist extrem cringy halt, ne? Also, das zeichnet mich so aus, dass ich so ein sehr, sehr cringiges Intro habe. Okay. Nö. Scheiße, nein! Ich kann das gerade. Das kann man nicht auf Kommando machen. Ja, weißt du? Okay. Ich will erstmal looten. Ich bin in dieser Tankstelle drin, ich weiß nicht. Oh nein. Oh mein Gott, ist dieser Sound. Fuck. Fick. Ich bin direkt tot, original, ne? Oh, Digga, ich will nicht sterben, Alter, ich sag so. Drei Leute! Einen hab ich, komm her. Nein, der finished! Einen hab ich genockt, du kannst direkt drauf. Digga, ich geh da nicht hin, Alter, ich hab hier 16 Volt um meinen scheiß Arm, Alter. Ja, aber du hast auch nur eine K, ne? Das bockt halt nicht. Ich hab gewonnen! Ich hab keine Waffe. Wir holen uns die Karre und verpissen uns hier. Digga, ich hab nur eine Pistole. Obwohl, ja, lass vielleicht hier in die Häuser. Sehr schön, sehr, sehr schön. Da hinten. Wollen wir auf die rauf? Warte. Oder markier mal. Oh nein. Oh mein Gott. Gib ihm, Jascha, gib ihm. Uiuiuiuiui. Alles gut. Ah, oh, das fühlt sich, ich weiß nicht, als wenn man in den Toaster steckt oder so. Der ist down, der ist knocked. Ist da noch jemand oder so? Ja, links von uns, da waren zwei. Oh mein Gott, Luftschlag. Zieh durch! Ach du heilige Scheiße. Was? Direkt neben! Ey, ja, diese Leute kämpfen so hart, ne? Das ist nicht mehr normal. Holy shit! Scheiße! Was machen wir, Alter? Ich bin down. Okay, jetzt ist er bauen. Ist noch einer da? Spiel ich auch, Digga. Echt? Ja. Holy shit! Digga, wir müssen außer mit Ingame-Chat, dann mach ich ein bisschen langsam, aber leiser. Aber wenn.
Ja, ich mache ja auch fast nichts anderes die letzten Tage. Was mit Musik? Das schaffst du nicht mehr. Ich habe ein Tape fertig. Echt? Ja, ich hab ein Solo-Tape. Bisschen weiter runter. Und Farmland. Mach oben rechts. Da oben links meine ich, sorry. Da sind zwei Lupen sogar. Jo. Ja. Ich hab ein Solo-Tape fast fertig. Wann kommt es? Hast du es schon überlegt? Nee, weiß ich noch nicht. Hast du auch von, ist es der Hashtag produzieren lassen? Nee, das ist von Uncle F vom Tiefbasskommando. Mhm. Weiß nicht, sollte eigentlich jeder hier kennen, ne? Die Legenden. Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes mal. Nicht ganz so Trap-lastig. Ich weiß nicht, ich feiere es ziemlich, bin ziemlich zufrieden auch damit. Was heißt nicht ganz so Trap-lastig? Wie kann man sich das vorstellen? Boom-Bap-mäßig oder? Nee, so. Ich will jetzt nicht irgendwie irgendwas Bestimmtes sagen, aber so Berlin Crime, Miami Bass-mäßig. Ja, DJ Reckless, auf jeden Fall Legende auch. Grüße an den DJ Reckless an dieser Stelle. Und hast du dann da auch dementsprechend Features drauf? Also so was aus der Richtung kommt? Nee, auch. Also ich hab Tiger ist drauf, Tiger 104 von den Nordachse-Leuten. Sehr viele Atzen auch drauf, die jetzt nicht so einen großen Namen haben im Rap. Dann zwei Leute vom Tiefbasskommando sind drauf, beziehungsweise drei. Chapo ist drauf. Und ich habe, glaube ich, den Überblick gerade verloren. Da landet einer hinter dir. Süden. Süden. Das gibt's nicht, Digga. Nein, Digga. Schade, Mann. Das ist so schlimm, oder? Ja, es zieht halt so richtig an den Knochen entlang, so, ja. Oh. Also ich will nicht sagen, wir waren beide gleich schlecht. Ein Abschuss, Amar hat zwei gemacht, immerhin. Ja. Danke für die schöne erste Runde. Ich danke dir. Ey, danke, danke. Ja, jetzt geht's in Runde 2, diesmal gegen Scoop. Und wir fangen wieder an mit einer kleinen Schätzfrage. Bist du ready? Let's go. Die Schätzfrage. Wie hoch ist der momentane Kill-Rekord bei einer Vierer-Squad-Runde? Ja, ich hab's. Glaube ich. Also ich weiß es auch nicht. Ich weiß. Okay, ich hab 75. Ja, er ist dran. Er hat 113. Ich hab 121. Ach, ihr habt auch gut gemacht. Das war der alte, der war jetzt nochmal gefunden. Was? 138. Ja. Was? Was? Ja. Digga, das ist die ganze Map. Was? Von wem? Von wem? Ja, das darf ich dir helfen, ja? Ja, das wäre sehr freundlich. Der zeugt auch noch Computer. Ja, da sehen wir uns wieder. Ne? Oh, ich finde es hier laut eigentlich, wenn man da geht. Ja, alles gut. Ja, okay. Ja, lass nochmal einen Check machen, Alter, vorher. Ne? Ich hoffe, das bringt ein bisschen Glück hier, Alter. Auf ein gutes Spiel. Auf ein gutes Spiel. Hey, lass uns hier. Das ist Zone. Da haben wir noch so einen Auftrag. Okay. Hier, Damm, ja, Damm finde ich cool eigentlich. Damm ist chillig, ja. Damm. Ich bin auch wieder lost weit entfernt von euch, glaube ich. Wo bist du denn schon wieder? Ich schaffe das so schnell, Mann. Ich bin noch. Er ist nicht so weit. Achso, ich wollte schon sagen, er ist beim anderen Tunnel, dachte ich. Scoop, du bist auf Moin drauf, ne? Ja, genau, ein Song. Hey Siri heißt er. Um was geht's da? Also, wie seid ihr auf den Namen Hey Siri gekommen? Ja, das, was man denkt, denke ich. Also um irgendwie Dialoge mit Siri. Einfach da, wo sie mal helfen kann. Und wo man sich auch mal helfen lässt. Nach Hause kommen zum Beispiel. In die Kneipe kommen ist da auch ein kleines Thema. Geil, Alter, direkt ein Rocket Launcher. Okay, ich bin jetzt auch bei euch. Ich nehme vielleicht den Heli einfach mit zu euch, oder? Ja, kann ich. Ja, mach ruhig. Bedrohung auf 3. Yo, oh shit, Alter, ich bin down. Ach du heilige Scheiße. Aber noch nicht okay, ich bin sicher, okay, Prezi, Scheiße. Also ich kann doch revived werden, du auch, ja, ne? Ja, es ist... Come down, oh, ich bin down. Ja, okay, bring dich jemand in Sicherheit, Alter. Gib ihm ja. Da unten, ja, irgendwo. Noch nicht, der Timer. Ich schau ein bisschen weiter rechts, irgendwo da unten, oder ist da? Ja, warte, ich muss mal gucken, ob ich... Da sind beide. Ja, du kannst auch auf Nummer sicher gehen, Alter. Du hast Spezialmunition drin. Ja, das Ah!
Der hat richtig gebrezelt, Junge. Ah, fuck. Oh. Okay, ich bin ein Gulag, Alter. Der nächste, ja, sehr ja, schön. Mann. Sehr, sehr, sehr schön, Alter. Hast du beide? Ja. Zwei habe ich, aber einer fehlt, glaube ich, noch. Oh, shit, Alter. Ich hasse diese Waffe so hart, ne? Echt? Oh, der ist hinter mir, glaube ich. Bisher. Ich höre. Oh, mein da Gott. Da ist er. Komm, Alter, von links. Oh, shit, Mann. Komm, oh, Schalke. Ui, ui, da ist er. Oh, was? Der ist Shieldbreaker. Nein. Komm, es liegt an dir, ist, oder was? Ah, du hast auch noch Gulag? Ja, auch noch. Okay. Oh mein Gott, du brennst, du bist gleich tot. Wo ist er hin? Es ist direkt neben dir. Da, rechts, da, rechts. Da, nein! Da, oh mein da, Gott! Da, nein! Fuck! Ey, kannst du einmal runterzählen? Ich muss es einmal schauen. Ich muss ah! Ich dachte, du zählst runter, Junge! Amar, du musst jetzt das ganze Ding hier retten. Gar nichts. Oder geschossen. Das ist C4. Ich frage mich halt nur. C4 für die Fans. Da geht viele. Da. Hallo. Ja, die haben das schon hochgejagt. Oh, nein! What? Das gibt's. Ey. Warte mal, 0,0. Dann machen wir jetzt Runde 3 von 3. Es geht um alles. Noch ist alles drin. Es steht nämlich unentschieden zwischen 1 zu 2 Boys und 16 Bars. Wir müssen jetzt aber erstmal wieder austüfteln, wer dieses geile Stromarmband ums Handgelenk bekommt. Ich kann nichts sehen mit meinem. Die Schätzfrage: Das gleiche Team, was den Killrekord hält, hat auch den Rekord für den schnellsten Warzone-Sieg. Wie lang dauerte die Runde? Hast du was? 16,55 habe ich im Angebot. Ich habe 20,40. Ja, ich habe das Video gesehen. Ich bin ja nicht dumm, wie sagt das nicht vorher? Ja, ich habe aber vorher die Karten auf den Tisch gelegt und gesagt, ich gucke mir viele Warzone-Videos an. Ja, machst du es mir rum? Ja, klar. Ich kann nicht. Na, wenigstens muss da einer bleiben. Ja! Ah, hallo! Digga! Schafu, er ist die ganze Zeit mies korrekt, er gibt mir keinen einzigen Spruch. Ah, jetzt wäre er korrekt. Ich wusste nicht, welcher von den beiden. Okay, gute erste Runde, gute letzte Runde eher. Gute erste, letzte, wie auch immer. Ah! Du Hund! Jetzt hör auf, ey Digga, wenn du es im Spiel machst. Ja, Abfahrt. Links, 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 links. Links, bitte. Ja, ja. Wir müssen mal mit dem Haus. Aber da ist auf jeden Fall auch einer rein. Echt? Ja, ja, den habe ich als allererstes markiert. Ach du heilige Scheiße. Ja, ich muss ihn mit einer Pistole dann holen, ne? Ich bin auch bei dir. Chapo, wann kommt eigentlich dein Song mit Kasimir raus? Da warten alle drauf, oder? Ja, wir wissen es selber nicht, Digga. Wir machen uns da keinen Stress. Wir machen, wie uns die Schnauze halt wächst. So, er hat seinen Releaseplan. Mhm. Ich habe jetzt nicht direkt einen Release-Plan, aber wegen Corona gibt es so ein paar Projekte, die wir eigentlich am Start haben, was jetzt aber bislang irgendwie nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie wir uns das vorgestellt haben. Woran hat es da gescheitert? Ja, Corona, Studios, wir haben halt bislang kein eigenes. Ja, okay. Wo nehmt ihr da auf? Ja, normalerweise war jetzt so Asozial Äußerst, das ist alles in Fattoria Musica in Osnabrück entstanden. Ach krass. Und ansonsten nehmen wir. Oh, vor mir? Ja, ja. Und links in dem Haus war, glaube ich, auch einer. Shit. Hier in dem. Da drin ist, glaube ich, auch einer. Ohne Waffe, glaube ich. Oh nein, du kleiner Sohn. Oh, ich hab. Ich war knocked. Mama ist am Ausrasten von der Kilo. Oh, sch. Nein, 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 nein. No way. Ja, warte, ich zieh mich mal zurück, komm. Dann lass ihn mal reviven jetzt. Ah, dann kannst du jetzt ein bisschen erzählen, was geht bei dir nach deiner Solo-EP von letztem Jahr? Inwiefern? Oh, fuck. Was? Hinter mir, nein, was? Bitte, Amar, bitte. Amar. Hast du schon? Nein, noch nicht, erst wenn ich richtig tot bin. Ja, und dann sagst du, du bist tot. Ah, oh, Schlag, oh, nein, du brennst, Digga. Nein. Oh, alle drei. Alter. Tschüss.
Okay, ey, das war 500 IQ, ey, wir können dich gleich wieder freikaufen. Das war hart. Let's go, baby. Okay. Inwiefern? Ich hab's jetzt gerade. Ich war gerade hart. Du hast ja letztes Jahr Solo-EP veröffentlicht, ne? Und seitdem kam von dir eigentlich nicht so viel. Was hast du für dieses Jahr in Planung? Ja, es ist noch nicht so viel. Klar, ich habe so ein bisschen Gedanken gemacht, aber jetzt halt auch aufgrund von Corona stand halt eigentlich erstmal so unser Gruppending erstmal für mich im Vordergrund. Aber das jetzt eigentlich, ich bin ganz ehrlich, eigentlich sollte es, glaube ich, nächsten Monat oder so schon rauskommen, gefühlt. Das ging jetzt nicht, deswegen, wir sind da noch dran auf jeden Fall, aber ich überlege jetzt auch gerade, ob ich jetzt auch noch wieder irgendwie was zwischenklatsche, noch ein kleines Solo-Ding. Nee, aber wie gesagt, ist nichts, ich habe so ein paar Songs rumliegen, aber eigentlich möchte ich das auch eher alles aus einem Guss machen, wie jetzt Cooper, bei dem klingt das alles saftig. Und das, so stelle ich mir das eigentlich auch vor. So nicht wieder. Mischkonsum war halt eher so Songs, die auch schon teilweise 2 Jahre rumlagen oder so. Und dann so das Beste aus den letzten 2 Jahren einfach so auf ein Ding drauf geklatscht. Was eigentlich so Mixtape-Flavor ist, ne? War aber auch eigentlich auch so angedacht oder so. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob das nächste jetzt ein Album wird oder auch wieder eher ein Tape, aber es soll dann auf jeden Fall mehr aus einem Guss klingen. Das ist ja auf jeden Fall ein guter Anspruch. Wo willst du da so hin, stilistisch? 1 oder 2 Boys. Ja, also auf jeden Fall. Ich werde meinen Stil auf jeden Fall beibehalten. So, ich denke, es ist jetzt irgendwie klar, dass ich nicht nur arbeitslos Songs mache, sondern dann vielleicht auch mal so einen Avril Lavigne-Track oder so. Ich denke, das wird man dann auch da finden. Aber ich habe mir noch keine hundertprozentigen Gedanken gemacht, wie das jetzt, ob das jetzt komplett hart wird. Hast du Bock, mit ihm zu laufen? Ich bin, ja, ich weiß nicht, bin gerade ein bisschen weiter weg. Ich hab gerade gecheckt. Oh, warum rede ich überhaupt? Warum rede ich und versuche zu zocken? Direkt vor mir Gegner, Nordosten auf dem Damm drauf. Meinst du, ich dachte mir einfach hier ein LKW? Ey. Er pusht mich. Erstmal. Safe One-Shot. Lass mich einen Break. Ich hab keine Muni mehr. Alter. 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 Komm hier, dein rechts. Guck dir das nochmal an hier. Ich kann auch nochmal eine Stufe hochstellen. Da ist er. 17. Oh, bitte, bitte. Haji, bitte. Lass die Runde nicht zu Ende gehen. Drauf, drauf, drauf. Lass ihn kurz in Ruhe. Das kann doch nicht sein. Dass ah, Junge, Alter. Das ist nicht normal, Mann. Was ist... Hammer. Aber ich war noch nicht tot. Ich hab das Team geholt einfach. Ich hab noch Gulasch. Oh, du hast noch Gulasch. Na komm. Ah, jetzt hör auf. Ja, Scheiße, Mann. Fuck. Egal, schade. Ey. Ja, dann müssen wir aber... Dann brauchen wir die Entscheidungsrunde, ja, dann brauchen wir die Entscheidungsrunde. Okay, aber dann brauchen wir jetzt auch noch eine Schätzfrage. Du meintest doch, du hast... Ach so. Ja, meine ist eher so ein bisschen komisch. Also, das ist auch, naja, weiß ich nicht. Also, wie lang war die längste Kackwurst? Also, dürfen wir sowas verwenden? Weißt du das? Ja, natürlich. Boah, die muss schon gewaltig lang sein, wenn sie aufgezeichnet wurde so, und nachgemessen, einmal ausgerollt. So. Ich hätte jetzt 80 cm gedroppt. Ich hätte, glaube ich, schon so 1,20 gesagt. Und wisst ihr, wie lang das war? 7,92 Meter. Was? Von einer Frau aus Italien. Hä, hey, willst du auch an einem Stück rauspressen, oder? Ja, ja. Sie hat glaube ich, nur drei Tage nichts gegessen, viel gegessen und nicht gekackt oder so. 3 oder 4 Tage, keine Ahnung. Das würde ich nicht aushalten. Aber 7,92 Meter. Ach, stell dir mal vor, dein Job ist es einfach, die längste Kackwurst der Welt notariell zu beglaubigen. Ja. So ein Typ mit dem Klemmbrett und so eine Spinnenrolle Maßband unterm Arm. So. Dann kannst du starten, glaube ich, ne? Ja. Ja. Oh Gott. Ach so, komm. Finale. Jetzt. Gut Kick. Ja. Gut Kick in die Runde. Lass mal hier hin. Hier ist kein Auftrag, hier ist kein gar nichts. Dann holen wir uns erstmal unseren Hut und dann... Wenn da jetzt jemand hinfliegt, Alter, dann hau ich den Bad an die Fresse. Ich geh mal hier rein. Oh, ja, schade. Ich dachte, das wäre sehr sicher. Erstmal den Raketenwerfer rausholen. Der hat auch eine Weste, der Hässliche. Ja, so ein Schild hat der. Ja, komm mal, die Totenstelle nehme ich mir mit, Alter, und dann schleiche ich mich da gleich an. Ja, passt auf, ne? Das werden auf jeden Fall auch mehr. Ja, jetzt kommt einer.
Ja, und wir werden noch kein Geist sein. Ja. Nein, du darf nicht so fluchen auf Kamera. Schafe, du kannst uns währenddessen ja mal erzählen, woher du die 65 Goons kennst. Boah, warte jetzt nicht, ehrlich. Ja, okay, nach dem Gulag. Mal ohne reden. Einfach einen Kill holen. Mit dieser All You Can Drink Iran. Lass mal hier das Auto nehmen und dann kurz wieder zu meinem Dörflein. Jo! Das ist. Nein. Warum? Kennengelernt habe ich die über Major und Sadie von Two Life Fashion. Mhm. Weil die das so ein bisschen angefangen haben zu posten. Ja, dann habe ich mir das angeguckt. Kuba ist dann auch irgendwie einen Tag später oder so zu mir gekommen und meinte, ja, hast du das gehört? Meinte ich, ja, voll geil. Haben uns das so ein bisschen angeguckt und dann irgendwann habe ich dann einfach geschrieben, so, jo, lass mal Mucke machen. Und wie war das zusammen im Studio? Ja, den ersten Abend war halt erstmal nur so kennenlernen. Da haben wir irgendwie nur ein Beat gepickt und geschrieben, aber dann irgendwann waren wir auch irgendwie alle zu besoffen, um dann noch irgendwie groß was aufzunehmen. Ja. Und dann bin ich am nächsten Tag, war ich dann wieder betrunken, weil ich beim Tattoo-Termin war. Natürlich. Und dann habe ich denen geschrieben, jo, ich komme jetzt rum, dann lass uns das Ding einfach fertig machen. Dann ist Eddie dann auch da mit hingekommen und dann haben wir das ganz schnell aufgenommen. Ja, aber wenn ihr... Oh, ich werde gesniped. Das ist ja wohl ein Witz. Wo? Markier auf der Karte. Können wir auch dir... Achso, du hast gar keinen Geist, ne? Oh mein Gott, was? Close, irgendwo, ich weiß nicht. Da. Warte, ich versuche dich zu markieren. Belieben wir wieder. Direkt nach draußen. Oh, ich habe einen Shieldbreak. Nice. Du kannst mich wiederbeleben. Da ist noch einer. Da ist One-Shot, der ist weak. Gib ihm bitte. Alle sind da. Ach so. Ja. Die hatten auch schon Loadout. Digga, und ich habe jetzt wieder keinen geholt, wa? Ich hab noch Gulag, du auch, ne? Ja, ich habe auch noch keinen geholt. Ach so, ja. Ah! Dicker, doch, ich habe einen geholt. Hinten links, immer noch hinten links. Er preempt nur. Er geht vor, Mitte, links. Ist tot. Und du bist tot, ja, cool. Ey, komm. Ey, mach! Ah, ja, bitte. Sehr gut. Ich fand krass, ich habe das erste Mal damals von Pashanim gehört, als ihr Homicides rausgebracht habt zusammen, ne? Woher kennt ihr euch? Du. Ja, komm. Das war damals eine ganz witzige Geschichte. Das war durch unseren Manager, Klaus. Grüße an der Stelle. Das ist doch so, was wollen wir machen? Das war's, ihr habt gewonnen. Das war ja durch unseren Manager Klaus. Irgendwie im Restaurant kam das zustande, haben die sich die Nummern ausgetauscht, weil er damals halt unbedingt Videosachen machen wollte. Und dann haben die telefoniert und gesagt, ey, guck mal, ich stell dir mal die 1-2 Boys vor. Und dann... Da hatte er auf jeden Fall auch schon ein paar Songs so raus, ich glaube. So Soundcloud-mäßig wahrscheinlich. Ja, auch schon auf YouTube ein Video, aber er hat halt immer wieder alles runtergenommen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns irgendwann, da hat er einen Vlog, glaube ich, von irgendeinem Autogrammtag von Nura und Juju, oder Nura nur, gemacht. Und da habe ich ihn dann kennengelernt. Und dann haben wir uns halt so connected und dann ist er mit uns zum Splash gekommen, hat dann für uns so Vlogs gemacht, dann... 2018 war das dann, oder? Genau, und dann sollte er auch eigentlich mit auf Tour kommen, aber ich weiß gar nicht, irgendwas war da. Ich glaube, Schule oder Urlaub, irgendwie sowas. Und dann ist halt RB mitgekommen mit uns auf Tour. Ja, und dann irgendwann war es dann halt eigentlich nur noch so eine Frage der Zeit, waren wir im Studio, hat er mir einen Song geschickt und ich meinte, er ist krass. Und dann meinte er, wenn du rauf willst, komm rauf. Und dann habe ich direkt abends den Part dann in Osnabrück aufgenommen. Und warum habt ihr oben rechts dieses Weiß-Logo hingemacht? Was hat mich mies verwirrt? Weil es sollte halt diesen Weiß-Doku-Look haben. Ja. Also das war halt einfach der einzige Grund. Das war von denen das Video. Und ja, ich hab's eigentlich auch gefeiert, so, weil das ganze Musikvideo hatte irgendwie so einen Doku-Look. Und wir haben es auch mit einer Doku-Kamera tatsächlich gedreht, weil irgendwie eine Freundin von Jan hatte zu dem Zeitpunkt ein Praktikum, wenn ich mich täusche. Mhm. Und dadurch ist sie halt dann so mega geile Kameras rangekommen und musste damit dann halt auch irgendwie was machen. Und damit haben wir dann auch so ein bisschen gedreht und dann hatte es halt allgemein schon diesen Doku-Look. Ja, das war's. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Runde. Ja, ich habe mit einem Kill Abstand gewonnen, aber mit Ruhm bekleckert haben wir uns heute alle nicht, sag ich mal. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Bestrafung, schrägstrich Belohnung. Also einfach nur 16 Bars. Ja.
Mach deine Story. Das ist echt. 3, 2, 1. Schau da 16 Bars. Oh, das war schon mies. Den konnte ich komplett umgehen heute.